haben sie den Präsidenten und seinen Bruder erstmal gefoltert und dann in der Stadt aufgehangen. Es war so sicher zu Zeiten der Taliban, dass jemand sein Portemonnaie, was voll mit Geld ist, irgendwie auf der Straße verlieren kann, aber keiner es anrühren würde und er würde es genau dort wieder vorfinden, weil die Leute so eine Angst hatten vor den Taliban. Ja? Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Hallo zu einer weiteren Folge Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Wir haben heute ein sehr spannendes und anspruchsvolles Thema, Afghanistan. Und wir wollen mit Massi Zareh darüber sprechen. Er ist zu Besuch aus Berlin. Hallo Massi. Hallo Ferdinand. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben draußen eine musikalische Veranstaltung. Die haben wir leider nicht mit eingeplant. Also für die Geräuschkulisse, falls man sie hört, möchten wir uns entschuldigen. Bevor wir anfangen, über die Geschichte Afghanistans zu sprechen und über die Gegenwart und Zukunft, würden wir dich natürlich gerne ein wenig kennenlernen. Würdest du dich bitte vorstellen? Na klar. Ich bin Massi. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit politischer Kommunikation und Politikberatung in Berlin. Deswegen bin ich da auch hingezogen. Ich komme eigentlich aus Bremen. Und habe in den letzten 3-4 Jahren meine Selbstständigkeit nochmal intensiviert. Das hat dazu geführt, dass ich dann aufgrund der Auftragslage dann auch Unterstützung brauchte. Dadurch habe ich jetzt eine kleine Agentur, mit der ich unterwegs bin. Und neben diesen Aktivitäten, neben dem Hauptberuf sozusagen, bin ich auch ehrenamtlich tätig in einer gemeinnützigen Organisation, die in Hamburg sitzt, die ich auch mitgegründet habe, Be for Change. Dort beschäftigen wir uns unserer Gründung mit der Frage, wie man Geflüchteten und geflüchteten Familien vor allem dabei unterstützen kann, sich schneller in unserer Gesellschaft zurechtzufinden, Fuß zu fassen und so weiter und so fort. Mhm. Kannst du nochmal, ich meine, die meisten können es sich wahrscheinlich denken, aber kannst du nochmal den Zusammenhang zwischen Afghanistan und dir skizzieren, warum das natürlich dein Thema ist? Ich würde hier, glaube ich, nochmal unterstreichen, dass ich natürlich kein Afghanistan-Experte bin. Mhm. Ja. Der Zusammenhang ist so, dass ich einen afghanischen Hintergrund habe. Meine Eltern sind mit mir Anfang der 90er Jahre nach Deutschland geflüchtet und ich habe mich einfach schon in meinem gesamten Leben eigentlich, seitdem ich denken kann, mit dieser Thematik beschäftigt. Das war immer präsent, auch durch mein Elternhaus, insbesondere durch meinen Vater, der da auch sehr, sag ich mal, aktiv darin war, sich sozusagen immer zu informieren und auch dabei zu bleiben. Und ich denke, das hatte sicherlich auch eine Auswirkung dann auf meine Studienwahl. Ich habe im Bachelor Politikwissenschaften und VWL studiert und im Master Public Policy. In diesem Kontext habe ich mich auch immer wieder mit Afghanistan beschäftigt. Und wir haben im letzten Jahr mit Be for Change einen Verband gegründet, den allerersten Verband afghanischer Organisationen in Deutschland. So einen Verband gibt es tatsächlich auch weltweit nicht. Mhm. Also die afghanische Diaspora hat es leider in anderen Ländern und auch hier in Deutschland noch nicht geschafft gehabt, auf einen Nenner zu kommen und einen Verband zu gründen, der die Stimmen, die unterschiedlichen Stimmen der afghanischen Diaspora hier in Deutschland eint. Und in diesem Verband bin ich über Be for Change auch dann im Vorstand aktiv, bin für die Kommunikationsarbeit zuständig. Über wie viele Stimmen sprechen wir, wenn wir über diesen Verband sprechen? Also insgesamt gibt es in Deutschland zwischen 260 und 280.000 Menschen, die einen afghanischen Background haben. Mhm. Und in diesem Verband, den wir jetzt im letzten Jahr neu gegründet haben, sind 11 gemeinnützige Organisationen, die zum einen Teil, so wie Be for Change, in der Geflüchtetenunterstützung und Geflüchtetenhilfe arbeiten und auf der anderen Seite dann in der Entwicklungszusammenarbeit. Also wir haben dann zum Beispiel Mitgliedsvereine, die Krankenhäuser betreiben in Afghanistan, die Schulen betreiben in Afghanistan und dort sozusagen
in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Aber eine ungefähre Personenzahl, die sich in diesem Verband jetzt engagieren, ist schwer zu sagen? Es ist schwer zu sagen, weil ich tatsächlich gar nicht so einen Einblick auf die Mitgliedszahlen der jeweiligen Vereine habe. Ja. Deswegen kann ich da keine konkrete Angabe zu machen, aber in dem Vorstand, in dem wir aktiv arbeiten, sind wir zu sieben. Und jetzt zur Geschichte Afghanistans. Die ist ja ziemlich alt, also man kann weit in die Vergangenheit zurückreisen. Aber wo würdest du, damit wir die Geschichte so verstehen, dass die Gegenwart für uns verständlicher wird, wo würdest du zeitlich ansetzen? Ja, ich glaube, so mit Blick auf die Zeit, die wir jetzt auch zusammen haben, würde ich anfangen etwa 1973 bis 1978 als erster Zeitrahmen. 1973 wurde die Monarchie abgeschafft vom Cousin des Königs in einem Putsch, in einem friedlichen Putsch, gemeinsam mit linken Gruppierungen. Viele sagen Kommunisten, das ist ein Sammelbegriff. In diesen Gruppierungen waren ganz unterschiedliche auch Denkströmungen mit drin, aber natürlich eher links gedacht. Und Dautron, das ist derjenige, der diesen Putsch gemacht hat, hat sich dann in den kommenden Jahren von seinen linken Kollegen eher distanziert. Und er war dafür bekannt, dass er so eine relativ nationalistische, afghanisch-nationalistische Politik hatte und in diesem Kontext auch häufiger mit Pakistan aneinander geraten ist. Ja. Und Pakistan hat dann in den Mitte der 70er Jahren angefangen, die gewaltbereiten Oppositionellen, würde ich sie mal nennen, zu finanzieren, EDL zu unterstützen, ihnen Büros zu geben innerhalb Pakistans und so weiter. Das ist der Punkt aus meiner Sicht, wo ich anfangen würde, weil genau diese Gruppierungen dann in den nächsten Phasen eine wichtige Rolle gespielt haben und bis heute noch eine wichtige Rolle spielen. Okay, das macht total Sinn für mich. Wie ging dann die Geschichte Afghanistans weiter nach diesem ersten Zeitfenster, das du gerade beschrieben hast? Ja, ich meine, die linken Gruppierungen oder die Kommunisten, wie die meisten sie nennen würden, die waren natürlich nicht zufrieden damit, dass Dautron sich von ihnen so distanziert hat und sie sogar teilweise verboten hat in den 70ern und haben dann 1978 geputscht. Und hatten aber gleichzeitig interne Probleme, die unterschiedlichen Fraktionen kamen nicht so gut miteinander klar. Es ist ein Machtvakuum entstanden, was sozusagen viele unterschiedliche Fraktionen dann füllen wollten. Und dieser Konflikt hat dann dazu geführt, dass dann die damalige Regierung nach dem Putsch dann die Sowjets angefragt hat, mehrfach, dass sie Unterstützung leisten und stabilisieren sollen. Kurze Nachfrage, der zweite Putsch war also auch erfolgreich, es gab eine neue Regierung. Ja. Und die war so unsicher mit der Machtsituation, dass sie die Sowjets angefragt hat. Genau, richtig. Okay. Weil auch in der gleichen Phase auch Pakistan seine Unterstützung auch vergrößert hat für die gewaltbereite Opposition, die in Pakistan noch war, aber die vermehrt nach Afghanistan auch reinströmte, den Kampf angefangen hat, versucht hat sozusagen das System, was da war, zu destabilisieren. Und dann sind die Sowjets 1979 dann auch nach mehrmaligem Ablehnen dann doch einmarschiert und haben dann auch versucht, die Lage zu stabilisieren, haben dann aber auch sehr viel eigenmächtig einfach unternommen, nicht in Absprache mit der damaligen Regierung. Und für viele Menschen in Afghanistan hat sich das dann auch irgendwann wie eine Art Besatzung angefühlt. Ja. Obwohl es eine Teileinladung war. Es war eine Teileinladung, die sozusagen ausgeartet ist. Die extrem ausgeartet ist. Okay, verstehe. Genau, genau. Ja, und dann war in den 80er Jahre, Kalter Krieg, diese Gruppen, von denen ich gesprochen habe, die unterstützt wurden von Pakistan, das waren dann die Mujahideen, die jetzt sozusagen auch einen richtigen Namen hatten und irgendwie weltweit plötzlich auch bekannt waren, unterstützt wurden. Nochmal, die Mujahideen sind
dann diejenigen gewesen, die vorher eben die oppositionellen islamischen Gruppen ausgemacht haben. Genau richtig. Ah, okay. Genau richtig. Also die haben quasi die wollten einen islamischen afghanischen Staat etablieren, weil sie von der damaligen Regierung sozusagen dachten, das seien quasi Gottlose, das seien keine Muslime. Mhm. Deswegen müssen sie bekämpfen, ja, damit ein islamischer Staat Afghanistan wieder entsteht. Wie lange waren die Sowjets in Afghanistan? Die waren 10 Jahre bis 1989 da. Mhm. Und ich meine, das Ganze muss man dann halt auch im Kontext vom Kalten Krieg betrachten. Die Unterstützung Pakistans für die Mujahideen-Gruppen wurde dann nochmal potenziert, indem auch der CIA sich immer mehr eingemischt hat, durch den ISI, der ISI ist der pakistanische Geheimdienst, durch den ISI wurden Milliarden von Gelder durchgeschleust nach Afghanistan in den Widerstand quasi gegen die Sowjets. Das heißt, diesen Abschnitt würde man natürlich noch besser verstehen, wenn man, und das können wir jetzt nicht leisten, sich nochmal mit dem Kalten Krieg auseinandersetzt. Genau, absolut. Okay. Das ging dann so weit, dass auch, die CIA mit, als ein Beispiel aus diesem Konflikt, der dann auch in diesem Rahmen des Kalten Kriegs wichtig ist, Stinger-Raketen geliefert hat an diese Mujahideen-Gruppen und ihnen dadurch einen militärisch-strategischen Vorteil verschafft hat, weil sie plötzlich mit diesen Boden-zu-Luft-Raketen quasi die Hubschrauber der Sowjets und der afghanischen Armee abschießen konnten, was vorher halt ein strategischer Vorteil von der anderen Seite war. Ja. Genau, und dann sind irgendwann die Sowjets quasi abmarschiert mit einer sehr großen Niederlage. Ich meine, es gibt etwa, man sagt, so zwischen 1 und 2 Millionen Afghanen, Zivilisten sind da gestorben. Ja. Ja, also das ist eine unfassbar große Zahl. Ja. Und in diesem Kontext gab es dann auch eine Vereinbarung unter der Schirmherrschaft von der UN, dass sich ab dem Abzug der Sowjets die Sowjetseite und die US-amerikanische Seite nicht mehr einmischen und die jeweiligen Parteien nicht mehr unterstützen. Also den Kalten Krieg nicht mehr auf afghanischem Boden austragen. Genau. Ja. Genau. In welchem Jahr befinden wir uns jetzt? Wann war das war so um 90 herum. Mhm. Die Sowjets waren dann draußen. Die Sowjets haben dann auch tatsächlich aufgehört, die afghanische Regierung zu unterstützen. Auf der anderen Seite haben die US-Amerikaner durch die pakistanischen Kanäle weiterhin die Mujahideen-Gruppen unterstützt. Mhm. Die haben dann Anfang der 90er bis etwa 94 weitergekämpft gegen die afghanische Regierung, die hat noch unterschiedliche Angebote gemacht, dass man sich die Macht teilt, dass man irgendwie eine gemeinsame Lösung findet. Aber dadurch, dass die einzelnen Mujahideen-Gruppen selber nicht einig waren, also sie waren sich zwar einig, gegen die Sowjets, gegen die gottlosen Sowjets zu kämpfen. Der Feind war klar, aber untereinander war es immer noch so heterogen, dass keine führende Person sich herauskristallisieren konnte. Genau, genau. Ja. Und als die Sowjets weg waren, war der Feind eigentlich nicht mehr da. Mhm. Aber dann war plötzlich die politische Macht sehr nah. Mhm. Und dann war nicht das Interesse da, das zu teilen und irgendwie eine gemeinsame Lösung zu finden, sondern dann wollte jeder der König wieder werden. Also sozusagen. Der Kampf gegen den Feind wurde der Kampf um die Macht. Genau. Und das war dann... Kann man von einem Bürgerkrieg sprechen? Genau, also Anfang der 90er bis etwa 94 war es ein Bürgerkrieg, der insbesondere in Kabul stattgefunden hat. Man sagt, dass etwa 40.000 Menschen in Kabul zu der Zeit getötet wurden. Ja. Ich bin davon auch selber betroffen, weil meine Eltern beide aus Kabul sind und dort auch aufgewachsen sind. Ein Großteil meiner Familie auch dadurch betroffen war. Und ist das auch die Zeit, wo deine Familie sich dann entschieden hat, Afghanistan zu verlassen, weil es einfach zu gefährlich wurde? Ja, genau, um die Zeit ist das, ja. Ja. Und wie ging es dann, 94 hast du gesagt, bis 94, wie ging es dann nach 94 weiter? Also nach 94 gingen die Kämpfe auch weiter zwischen den jeweiligen Mujahideen-Fraktionen und 1996 kam dann eine neue Gruppe ins Spiel, das sind die heutigen Taliban, die dann damals relativ schnell das gesamte Land übernommen haben. Viele Menschen, die jetzt keine politische Affiliation hatten oder zu irgendeiner Gruppe gehörten, haben sie damals so als Heilsbringer wahrgenommen und dachten sich, oh, Gott sei Dank werden wir jetzt gerettet. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass sie nicht gerettet werden, sondern dass das eigentlich genau
genau dieselbe Art von Gruppe ist, nur teilweise sogar noch krasser unterwegs. Mhm. Wichtig ist bei den Taliban auch zu sagen, als sie nach Kabul reinkamen, haben sie den Präsidenten Dr. Najibullah, der die letzte in Anführungszeichen kommunistische Regierung geführt hat bis 92, haben sie ihn und seinen Bruder erstmal gefoltert und dann in der Stadt aufgehangen. Und für mich ist das auch ein Erlebnis aus meiner Kindheit, wie ich mit meinem Vater in Bremen zur Domsheide gefahren bin. Und dann hat er so einen Zeitungsartikel gekauft, wo fett einfach genau dieses Bild drauf war, wie er und sein Bruder in so einem Pfahl hingen. Du hast das Bild bestimmt noch vor Augen, oder? Ja. Definitiv, ja. Ich hab's auch noch vor Augen, ja. Das war nicht die einzige Gräueltat. Die Taliban haben dann auch die Buddha-Statuen in Bormion zerstört zu dem Zeitpunkt. Die Frauen wurden komplett isoliert. Alle Ethnien, die nicht paschtunisch waren in erster Linie, wurden isoliert. Afghanistan ist ja ein multiethnischer Staat. Ne? Ja. Und die Taliban bestehen zu einem wesentlichen Bestandteil aus der Ethnie der Paschtunen. Und so liefen dann auch die nächsten etwa 5 Jahre, dass einfach eine Taliban-Schreckensherrschaft da war, die Menschen einfach super viel Angst hatten. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Onkel, der mir erzählt hat, der das so ein bisschen auch ironisch manchmal vielleicht sogar erzählt, ja, es war so sicher zu Zeiten der Taliban, dass jemand sein Portemonnaie, was voll mit Geld ist, irgendwie auf der Straße verlieren kann und aber keiner es anrühren würde und er würde es genau dort wieder vorfinden, weil die Leute so eine Angst hatten vor den Taliban. Ja? Dass sie, wenn sie fremdes Geld nehmen, bestraft werden. Sofort Hand ab. Ja? Ja. Sofort Hand abgehackt, wahrscheinlich sogar in aller Öffentlichkeit. Ja? Ja. Also im Rossi-Stadium wurden Erschießungen durchgeführt. Das ist ein Fußballstadion in Kabul gewesen. Ja. Erschießungen, Enthauptungen, alles Mögliche, also einfach, ich sag mal, ja, ein komplett mittelalterliches Bestrafungssystem. Ja, okay, das heißt, die Taliban, so wie ich es jetzt raushöre, waren bis zu dem Zeitpunkt wirklich das Schrecklichste, was Afghanistan eigentlich passiert ist. Ja. Ja, okay. Jetzt sind wir, wenn ich richtig mitgerechnet habe, in den 2000ern schon. Genau, bis 2001 waren sie ja an der Macht und dann war 9/11 und ich meine, das war ja eine Zäsur in der gesamten, in der Weltgeschichte, würde ich sagen. Ja. Ja. Und 9/11 hat halt dazu geführt, dass die US-Amerikaner den War on Terror gestartet haben und sich gesagt haben, hey, entweder ihr seid Freunde oder ihr seid Feinde. Mhm. Ja? Und ich hatte eben vergessen zu sagen, dass in den 80ern auch Osama bin Laden eine wesentliche Rolle in diesem Krieg gespielt hat. Ja. Ja? Er ist dann sozusagen nach Afghanistan gekommen, hat eigenes Geld mitgebracht, hat auch saudisches Geld mitgebracht aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter, hat aus der ganzen Welt, insbesondere aus der arabischen Welt, islamistische Fundamentalisten nach Afghanistan gebracht, damit sie gegen die gottlosen Russen kämpfen. Und Osama bin Laden hat eine Geschichte, die dann immer wieder auch zurück nach Afghanistan geführt hat. Ja. Also der hat da, man kann schon sagen, dass er da auch einen größeren Teil seines Lebens, zumindest in den 90er Jahren und in den 80er Jahren, verbracht hat. Und die US-Amerikaner haben häufig bei den Taliban, auch in dieser Zeit, wo sie regiert haben, angefragt, könnt ihr den ausliefern oder wisst ihr, wo er ist und so weiter. Die Taliban haben halt immer abgelehnt. Und als dann 9/11 war, haben sie quasi ein Ultimatum gesetzt. Und die Taliban haben zu dem Zeitpunkt zwar Verhandlungen angeboten, aber die US-Amerikaner waren da gar nicht mehr bereit, irgendwie zu sprechen. Das war dann entweder, ihr macht es jetzt sofort oder es wird jetzt eskalieren. Ja. Und ich glaube persönlich, dass die Taliban nicht gedacht hätten, dass es eskaliert.
weil sie im Endeffekt dann wieder eine Absage erteilt haben und gesagt haben, nee, wir werden ihn, wenn er hier ist, sie wussten das nicht, offiziell zumindest, wenn er hier ist, dann wollen wir erstmal wirklich Beweise dafür sehen, dass er das war. Ja. Und da sieht man auch ein bisschen, dass die Amis da die Taliban nicht als Partner auf Augenhöhe oder als Staat auf Augenhöhe gesehen haben, ja. Was man vielleicht auch verstehen kann. Ja. Aber so war es halt und dann sind die Amerikaner einmarschiert 2001. Ja. Wer ist da noch mit einmarschiert? Die Briten waren mit dabei, ich glaube auch die Deutschen waren mit dabei. Genau, also eigentlich die gesamte NATO und unterschiedliche, ganz viele Staaten sind insgesamt, ich weiß jetzt nicht alle aus dem Kopf, aber eigentlich ist die ganze Welt einmarschiert. Ja, gefühlt wahrscheinlich, genau. Ja. Kannst du, ohne dass wir uns jetzt nochmal in Details verlieren, beschreiben, wie es dann von 2001, also aus deiner Sicht, bis zu welchem Zeitpunkt ging es dann erstmal so weiter, bis dann nochmal erneut eine Veränderung eingetreten ist? Ich meine, die Taliban sind 2001 relativ schnell dann in den Rückzug gegangen und in dieser Phase nach 9/11 waren irgendwie noch 2-3 Wochen, bevor der Einmarsch stattgefunden hat und es gibt Augenzeugenberichte, die bestätigen, dass zu dem Zeitpunkt auch der pakistanische Geheimdienst fast die gesamte politische Führungsriege der Taliban quasi evakuiert hat, so wie wir es heute wieder sehen. Mhm. Quasi wurden die evakuiert, nach Pakistan gebracht und sozusagen in Sicherheit gebracht. Mhm. Und konnten sich dann in den nächsten Jahren einfach komplett neu formieren. Mhm. Ja? Und außerhalb des Landes. Außerhalb des Landes, mit Unterstützung von ihren sehr engen Freunden. Und man muss hier auch einfach sagen, dass das ein Mitgrund dafür ist, wie es sich dann heute auch so entwickelt hat. Jetzt hast du beschrieben, was nach 2001 passiert ist. Gefühlt ist die ganze Welt einmarschiert. Wie muss man sich vorstellen, dass dann normale Abläufe in dem Land überhaupt noch funktionierten? Gab es so etwas wie eine Übergangsregierung? Konnte sich die NATO auf Personen einigen, die dann für Afghanistan überhaupt gesprochen haben? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil sie sich genauso auch dann auf den späteren Verlauf dann ausgewirkt hat. Es gab dann die sogenannte Petersburger Konferenz bei Bonn und dort wurde von den Amis und von, sag ich mal, unter der Einladung der Bundesregierung insbesondere, wurden dann unterschiedliche Fraktionen, insbesondere aus den früheren Mujahedin-Gruppen, dann eingeladen, Warlords, Menschen, die sozusagen in den Jahren davor einen Anteil hatten an diesem Konflikt. Also Machtfiguren aus Afghanistan, die man kannte. Genau, wurden eingeladen zu dieser Konferenz und es war eigentlich so die Intention, dass eine Übergangsregierung etabliert wird, dass die auch alle mit involviert. Am Ende des Tages haben damals sogar viele der afghanischen VertreterInnen gesagt, ey, die Taliban müssen hier auch dabei sein. Mhm. Ja? Aber das ging halt politisch nicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die US-Regierung hat sich da quergestellt und gesagt, nee. Und das ist etwas, was sich so sozusagen dann auch im weiteren Verlauf bis heute dann sozusagen jetzt auswirkt. Ja? Ja. Dass sie nicht damals schon mit an den Tisch gesetzt wurden. Mhm. Im Grunde genommen ist dann Karzai an die Macht gekommen, hat die Übergangsregierung auch angeführt und es sind einfach Menschen aus der sogenannten Nordallianz, das war die Mujahedin-Gruppen, wo vor allem aus dem nördlichen Teil Afghanistans wurden dann umbenannt in Nordallianz. Da waren dann Figuren wie Dostum dabei, Ator und so weiter. Und die haben dann sozusagen diesen Staat aufgeteilt unter sich und sich unterschiedliche Posten gesichert und quasi angefangen, ein demokratisches System zu etablieren. Ja, es klingt vielleicht etwas zynisch, aber kann man dann sagen, dass tatsächlich die Zeit von 2001 bis zum Rückzug in der Gegenwart, dass das in der jüngeren Geschichte Afghanistans die längste Friedenszeit war? Seit 2001? Ja. Nein, das kann man nicht sagen, weil es kein Frieden war. Also vielleicht die Jahre danach, 1-2 Jahre danach war es so ein bisschen friedlicher. Aber danach ging ja wieder direkt der Krieg los. Also die Taliban waren ja nicht weg. Ja? Es wurde nicht aber sehr geschwächt.
Hatte ich den Eindruck zumindest. Ich würde sagen, sie waren nicht geschwächt, sondern sie haben sich einfach zurückgezogen, sie haben sich neu formiert und sind dann wiedergekommen und haben dann wieder übernommen. Ja. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist ja die, dass in der Zeit, als die NATO-Mächte in Afghanistan waren, zumindest so etwas wie Schulbesuch für Kinder möglich war, dass Frauen wieder am öffentlichen Leben teilhaben konnten. Also Dinge, die davor gar nicht mehr möglich waren. Und deswegen meinte ich, es klingt fast, also vielleicht etwas zynisch, wenn ich das jetzt als Friedenszeit bezeichne. Ja. Aber war das nicht tatsächlich doch dann die Zeit in den letzten 20, 21 Jahren, wo Dinge möglich waren, die vorher nicht möglich waren? Ja, das stimmt. In manchen Teilen Afghanistans war das gegeben, aber in vielen Teilen Afghanistans war auch das nicht gegeben. Hm. Ja? Weil es gab eigentlich nie eine volle Kontrolle des damaligen Staatssystems über das Territorium Afghanistans. Ja? Das heißt, es gab große Teile des Landes und viele, vor allem südliche Provinzen, da hat all das, was du gesagt hast, nicht stattgefunden. Da konnten die Kinder nicht zur Schule gehen. Ja. Ja, aber ich meine, das eine macht ja dann das andere nicht schlecht. Ja, das heißt also, es gab es schon, es gab auch eine gewisse Freiheit, es gab Menschen, die von der Situation profitieren konnten, die zur Schule, zur Uni und so weiter gehen konnten, ja. Definitiv auch, sag ich mal, ein demokratisches Verständnis sich angeeignet haben. Aber das war bei weitem nicht für das ganze Land der Fall. Sind wir aus deiner Sicht in der Zusammenfassung der Geschichte jetzt in der Gegenwart? Ja, wir überspringen natürlich die ganzen Jahre Krieg zwischen den afghanischen Truppen und den Taliban, zwischen den NATO-Truppen und den Taliban und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das halt darin zusammengefasst, dass es sehr viele Gräueltaten gab, dass auch Kriegsverbrechen im Spiel sind, die noch nicht aufgearbeitet wurden. Das ist nicht ganz sicher. Ich habe da jetzt noch keine handfesten Beweise, aber ich denke, dass da auch Teile der Bundeswehr daran beteiligt waren. Das muss aufgearbeitet werden, das müssen wir uns dann anschauen. Und im Grunde genommen ist aber der Krieg sozusagen weitergegangen und ganz lange haben die Amerikaner weder selbst mit den Taliban gesprochen, noch sozusagen es ermöglicht, dass vor allem Druck ausgeübt auf die Pakistaner, dass sie die Taliban an den Tisch bringen, damit sie mit der afghanischen Seite sprechen. Das war ein wesentliches Problem. Und als dann Trump jetzt vor ein paar Jahren noch an der Macht war und versucht hat, diesen Krieg zu beenden, auf seine Art und Weise, sag ich mal, hat er eigentlich den fundamentalen Fehler nochmal verstärkt, indem er direkt mit den Taliban verhandelt hat. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich quasi gesagt, ja, okay, juckt mich nicht, auf gut Deutsch gesagt, ob die afghanische Regierung, die ich hier die ganze Zeit unterstützt habe, dabei ist oder nicht. Wir verhandeln jetzt direkt mit den Taliban. Die Taliban haben ein Office in Doha in Katar bekommen, ein Political Office. Was ja eigentlich ein eindeutiges Zeichen ist, dass die Taliban als vollwertige Gesprächspartner anerkannt werden. Und man spricht mit ihnen, weil man davon ausgeht, dass sie diejenigen sind, die dann in Wirklichkeit die Fäden in Afghanistan in der Hand halten. Ja, zumindest halt ein Einfluss auf ihre Kämpfer haben. Und an sich war das war aus purem eigenen Interesse. Die US-Amerikaner wollten einfach nicht, dass noch mehr Soldaten sterben. Ja. Und das ist ja auch eigentlich in einem Friedensvertrag zwischen diesen beiden Gruppen geendet. Nur war ein Teil des Friedensvertrags auch, dass die Taliban sich mit der damaligen Regierung unter Ashraf Ghani zusammensetzen und auch verhandeln und zu einem Frieden kommen. Das haben sie dann aber nicht gemacht. Mhm. Und gleichzeitig haben sie aber weiter gekämpft gegen die afghanischen Truppen. Dabei sind sehr viele Zehntausende Soldaten sind dabei gestorben und wahrscheinlich noch viel mehr Zivilisten sind dabei gestorben, quasi aus der Hand der Taliban. Ja. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass wir für die Zusammenfassung jetzt an einem Punkt sind, wo wir die Brücke zur Gegenwart schlagen können? Ja, definitiv. Also ich würde dann so sozusagen vorgehen, dass ich sage, die Trump-Regierung hat mit den Friedensgesprächen die Taliban als Akteur legitimiert, ja.
hat damit, dass sie die afghanische Regierung ignoriert hat und nicht mit einbezogen hat in diese Gespräche, quasi ein Vertrauensverlust innerhalb der afghanischen Regierung gehabt. Und das hat sich dann auch auf das Militär ausgewirkt, auf das afghanische Militär. Und da ist sozusagen die Zersetzung des Staates, der eh schon völlig korrupt und zersetzt war, aber das Vertrauen ist da dann angefangen sozusagen zerstört zu werden. Ja. Dann würde ich dir erstmal für die Zusammenfassung und den ersten Teil danken und wir machen gleich im Anschluss mit der Gegenwart weiter. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.